Fährt man in die Natur, nachdem man Tag ein, Tag aus in der Stadt solch ein beengtes Leben geführt hat, dann weitet sich der Blick und man kommt zu eigenen Empfindungen. Hier ist es wirklich schön, denn ich kann viele Skizzen machen und es kommen mir häufig gute Gedanken. Oh Son-ji lebt in Südkorea. Im Alter von nur 3 Jahren verlor sie bei einem Zugsunglück beide Arme. Und dennoch, die Liebe und die Unterstützung ihrer Familie ließ sie eine glückliche, beinahe normale Kindheit erleben. Und sie lernte in diesem geborgenen Umfeld, ihre Füße zu ihren Händen zu machen. Und da es für mich jetzt zur Normalität geworden ist, das, was andere Menschen mit den Händen machen, mit den Beinen zu erledigen, vermag ich jetzt das meiste im Leben, bis hin zu den kleinsten Bereichen, mit den Beinen zu lösen. Sie entdeckte die Fußmalerei für sich und in der traditionellen asiatischen Tuschezeichnung fand sie ihre künstlerische Heimat. Bis zum Universitätsabschluss an einer Kunstuniversität konnte sie sich in Südkorea weiterbilden. Ihr Wunsch war es aber, noch tiefer in die Kunst der Tuschemalerei einzutauchen. Ich bin danach zu einem 2-jährigen Auslandsstudium nach Taiwan gegangen und habe dort auch Chinesisch gelernt. Auch in Zukunft wollte ich natürlich gern nach Taiwan fahren, aber mehr noch nach China, um eigene Methoden der Tuschezeichnung zu entwickeln. In Hangzhou in China promovierte sie zum Doktor und kehrte schließlich nach vielen Jahren wieder in ihre Heimat zurück. Heute unterrichtet sie selbst nicht behinderte Studenten an der Kunstuniversität. Meiner Meinung nach ist zwar mein bis jetzt absolvierter Studienprozess wichtig und ich bin auch mit den bisher erzielten bescheidenen Ergebnissen ganz zufrieden. Aber mir scheint doch, dass ich von der noch bevorstehenden Zeit mehr haben werde als von dem vergangenen schwierigen Lernprozess. Obwohl es natürlich wichtig ist, mit den Beinen zu malen und es auch bedeutsam ist, ob man mit den Beinen, dem Mund oder der Hand malt, denke ich, es ist das Wichtigste, ein Bild zu malen, das von Herzen kommt. Die Vereinigung der Mund- und Fußmalenden Künstler sieht sie hauptsächlich als eine Verbindung von Menschen mit ähnlichem Schicksal, mit einer gemeinsamen Sprache, der Kunst. Natürlich enthält die Bezeichnung unserer Vereinigung das Wort Behinderte. Aber meiner Meinung nach ist sie eine ausgezeichnete Organisation, in der Behinderte, über das Vereinigungsleben hinausgehend, sich mit Freunden, nicht nur in Korea, sondern in Asien und der ganzen Welt versammeln und ihre Herzen öffnen können.